Willkommen zu Frequent Traveler TV. Es ist wieder der 1. August und dann gibt es natürlich die Meilen-Highlights, die Meilen-Schnäppchen und vor allem für euch natürlich die große Aktion, die ihr dann machen müsst, um mehr Meilen, mehr Punkte zu bekommen. Die Meilen-Schnäppchen, die gehen an Warmwasserziele im Besonderen. Natürlich, wohin sonst, sagt man natürlich. Und ganz wichtig ist es, dass es Meilen-Schnäppchen und Booking.com kombiniert noch mehr Meilen gibt, hätte ich fast gesagt, aber nehmt Meilen dann auch bei Booking.com, weil da ist es wirklich interessant mit der Aktion. Aber atmet ruhig, atmet locker. Es ist eine kurze Sendung. Kleiner Hinweis, kleine Expectation-Management-Geschichte. Ihr habt es ja gesehen, schon an der Zeit, die relativ kurz ist. Ja, ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und zu kommentieren. Und die Frage ist natürlich, wie findet ihr die Meilen-Schnäppchen dieses Mal? Wie findet ihr die Highlights diesmal? Was sind eure Highlights? Und welche Ziele hättet ihr euch gewünscht? Und vor allem, welche Ziele von den Meilen-Schnäppchen nehmt ihr denn? Also, das ist schon mal die Frage des Tages am Anfang. Gut, dann lasst uns direkt mit dem ersten Thema anfangen. Und zwar das erste Thema ist Meilensommer bei Booking.com. Booking.com hat zwar einen auf die Fresse gekriegt wegen Marktbeherrschung in Spanien, da 400 irgendwas Millionen mussten sie zahlen, aber nichtsdestotrotz kann man da das eine oder andere Schnäppchen schlagen. Und zwar ist das so, dass die Buchungen auf Booking.com im August dreifache Meilen pro Umsatz bekommen und bei mehr als 29 Millionen Angeboten ist das der Fall. Heißt also, bei den über 150.000 Destinationen, wenn ihr im Buchungszeitraum 1. August bis 31. August bucht, dann könnt ihr natürlich dort da die dreifache Punkte bekommen. Wichtig ist, dass ihr halt auch Booking.com die Buchung macht. Und wichtig ist an dieser Stelle, der Reisezeitraum kann natürlich auch außerhalb liegen. Also muss nicht im August sein. Wir gehen dann weiter und das ist ja auch ein wichtiges Thema. Das ist Online-Shopping, denn Shopping ist geil. Ich persönlich habe auch jetzt ja wieder den Stammtisch am morgigen Freitag in Frankfurt. Da habe ich mir auch einige Sachen ins Hotel bestellt. Und gehe natürlich immer über die Miles & More Seite, um mir da Meilen noch zu sichern. Und die Miles & More Online Shopping Angebote bei ausgewählten Shops sind halt wirklich bei Bogner vom 17. bis zum 18. August statt 8-fache Meilen gibt es 15-fache Meilen. Bei Fabletics, das ist so eine Sportmarke, da gibt es dann auch am 17. und 18. August 8-fache statt 5-fache Meilen, die regulär sind. Und 1.500 Meilen statt 1.000 Meilen für den Abschluss einer VIP-Mitgliedschaft für den ersten Einkauf. Also ihr seht, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, Meilen zu sammeln. Heißt also, wer zum Beispiel Aviara macht, da gibt es 50-fache Meilen, 15-fache Meilen bei Lens Best und Brille 24, 10-fache Meilen Gutscheine von Cadus. Dann Jack Wolfskin, dann Outlet City Metzin, Online Skinceuticals, Weinfreunde, dann Wilkes Weinkeller, Parfüm Dreams, Gabor, Glossy Box und Carré. Aktionszeitraum logischerweise der ganze August, 1. August bis zum 31. August. Was will man machen, wenn man verreist? Da braucht man Koffer und deshalb gibt es auch eine Kofferaktion. Diese Kofferaktion, die es hier gibt, die hat es in sich in meinen Augen, denn die Reise ist ja geplant oder der Travel Buddy fehlt, so heißt es in der Werbung hier, dann gilt es jetzt zuzuschlagen. Nach einer Einlösung von mindestens 3.000 Meilen gibt es für den Teilnehmer mit dem Aktionscode TravelTime 30% Meilennachlass auf Reisegepäcksortiment, ausgenommen die Lufthansa Travel Collections. Der Code ist einmalig einlösbar und gilt nur für den Meilenwert. Aktionszeitraum ist hier vom 1.8. bis zum 15.8., also ihr müsst schnell handeln. Schade natürlich, ehrlicherweise, dass die Lufthansa Travel Collection nicht mit dabei ist. Wir haben dann noch eine Wine-Reise, und zwar die Wine-Reise. Die ist auch etwas, was interessant ist in meinen Augen, denn im August den Feierabend gut gekühlten Wein einläuten mit dem Aktionscode VINO25. Damit könnt ihr natürlich dann auch den Rabatt bekommen, und zwar meinen Nachlass. Eine Auszahlung des Betrags ist natürlich nicht möglich und das Einlösen von mindestens 3.000 Meilen. Auch hier ist der Code wieder nur einmalig nutzbar und ist für den Zeitraum 1. August bis
31. August. Jetzt sind wir nur 5 Minuten in der Sendung und dann sind wir schon fast am Ende. Und da sagt ihr, Alter, du hast was vergessen. Dann sage ich, ja, nee, habe ich nicht vergessen. Jetzt kommen nämlich die Meilenschnäppchen. Ganz genau, da können wir direkt mit den Meilenschnäppchen starten. Bei den Meilenschnäppchen haben wir in der Economy Class Bergen, Manchester, Birmingham, Billund, Stavanger, Catania, Olbia, Krakau, Warschau, Danzig. Und natürlich für alle Buchungen ist der Buchungszeitraum 1.8. bis 31.8. Der Reisezeitraum bei den Kurzstrecken ist der 15.9. bis zum 31.10. Bei den etwas längeren Strecken ist natürlich der Buchungszeitraum gleich, August, logisch, klar. Aber der Reisezeitraum ist vom 15.11. bis zum 31.12. Übrigens, die Ziele, die ich eben genannt habe, waren 15.000 Meilen plus Gebühren. Dann geht es weiter in Economy Class mit Riad mit 25.000 Meilen. 30.000 Meilen geht es nach Minneapolis, Charlotte und Detroit und Austin. Und dann, wer weiter möchte mit 40.000 Meilen, kann nach Almaty, Nur-Sultan, Nazarbayev fliegen. Jupp. Wer sagt, das ist nicht mein Ding, ich möchte Premium Economy fliegen, der kann auch in Premium Economy fliegen nach Almaty, Nur-Sultan, Nazarbayev. Und zwar für 55.000 Meilen. Und in der Premium Economy gibt es zwar 40.000 Meilen, Minneapolis und Detroit. Also das heißt, man kommt zumindest in die USA. Und dann sagt ihr, boah, Reisezeitraum 15.11., 31.12. Klar, logisch. Und buchen natürlich nicht vergessen im August. Business Class. Das absolute Meilenschnäppchen, der absolute Wahnsinn, der da ist. Und zwar, das ist die Destination Bergen, Manchester, Birmingham, Billund, Stavanger, Catania, Olbia, Krakau, Warschau und Danzig. Meilen sind hier 25.000, Buchungszeitraum ist der 1.8. bis zum 31.8. und natürlich die Reisezeit, wie immer, weil es sich um Kurzstrecke handelt, 15.9. bis 31.10. Die Pause ist eine Pause, weil es zu Ende ist. Das heißt also, das waren die Meilen-Schnäppchen, das war alles, was ich euch sagen konnte. Und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als noch die Fragen des Tages zu nennen. Und zwar einmal natürlich die Fragen des Tages, was ihr von den Meilenschnäppchen haltet, welche Ziele ihr euch ausgesucht habt oder vielleicht welche Ziele ihr euch gewünscht habt und welches Meilenschnäppchen oder Meilenhighlight im Besonderen für euch auch ein wirkliches Highlight ist. Kommentiert unten fleißig und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, zu unterstützen. Und ich kann hier nicht lange viel mehr reden, weil wir sind jetzt nur bei 8 Minuten. Ist irgendwie die kürzeste Sendung, die ich hier hatte für die Meilenhighlights, Meilenschnäppchen. Ich hoffe, dass es nächsten Monat im September länger ist. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Kanal abonnieren, Glocke an, Like da lassen. Und ich gebe für euch zumindest den Abspann. Also, bis dann. Ciao.